Bundi, ich begrüße Sie herzlich an der Ova de Suvretta in Cempia. Dieser Bach zieht mitten durchs Dorf eine Grenze zwischen zwei politischen Gemeinden, St. Moritz und Silvaplana. Die Brücke ist also eine Verbindung. So sind Brücken. Sie verbinden und schaffen einen Übergang und Übergänge ermöglichen Beziehungen. Auch eine Beziehung zwischen dem, was war und dem, was ist. Immer wieder sind es Trauernde, die da auch über diese Holzbrücke gehen. Hinter einem Sarg oder öfters mit der Asche eines Menschen, mit dem sie zusammen gewesen sind. Der Gang über die Brücke ist für sie dann ein Übergang ins Leben, wie für uns hoffentlich jetzt auch, wenn wir von Karfreitag herkommen und Ostern feiern. Becece all'otra vart, spetta sin nus la Baselcinia San Rochus. Privot is l'interior, privot schuine stüva. Cici entra, udura fitch welt, l'aroma caracteristic dal gember. Ci resiste a tutes ores, ce bel conguel per la forza dalla resistenza. Ein Talò vuol eins uns festeggir, l'Evangeli de Pasqua. Wollen elles, els, nirgon mehr? Mögen Sie mitkommen und mit uns feiern. Wir sind ein kleines Team. Kommen Sie doch mit. Christus es resistò dals morts. Elles vaira meins resistò. Amen. Ma inua is la raspida. Inua sum ils cretaivels.
in nuas lur entusiasm, ma ci porta la nova il muant. Ungewöhnlich still ist es diesmal an Ostern und ungewöhnlich leer, wenn ich mich umschaue. Kirchen selbst wirken weit herum wie leere Gräber heute. Sag mir, wo das Leben ist. Wo ist es geblieben? Sag mir, wo die Freude ist. Was ist geschehen? Du, Gott Lebendiger, jeden Tod strecke ich dir entgegen. Diese Krankheit, sie geht um die Welt. Die Verunsicherung, sie greift um sich. Das Sterben unserer Lieben, es erschüttert uns. Die Einsamkeit, sie lähmt uns. Das Elend, auch weit weg und doch in unserer einen Welt. Ich strecke dir jeden Tod entgegen. Mein geistloses Funktionieren in allen möglichen Rollen, meine zerbrochenen Beziehungen, mein Gebundensein an mich selbst. Sei du das Leben in jedem Tod, der Cecetüesch prescheint, in usessens prescheint, und dort cinsco mova essens prescheint, et tüesch in nus, in usessens in te. Amen. Una luce es er quist salut. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amor de Dio e la comunione del Spirito Santo sein con nos. E Christus dies, e je viv e vus desses er viver. Ich lebe und ihr sollt auch leben, spricht Christus. Der Friede Gottes sei mit uns. Amen. Bei Licht können wir besser sehen. Manchmal machen Kirchenfenster ein Spiel daraus.
In einem Fenster, das blind ist, leuchten Farben auf, dank einem Durchlass, wo wir sonst nur Mauern sehen. Diese Glasmalerei hat Ernst Rinderspacher erschaffen. In der Stadt Basel aufgewachsen, verbrachte er mehr als 3 Jahrzehnte im Vextal. 2 Tage vor Weihnachten 1949 verstarb er. Ein Freund schrieb im Nachruf: Das Vextal ist sein Tal geworden. Seine Lärchen, seine Berge und Pflanzen, der blaue Silsersee in der Tiefe, die Gräte und Kuppen dieser Bergwelt, sie alle sind die Welt, in die wir durch Rinderspachers Scheiben blicken. Szenen aus dem Evangelium setzte der Künstler in diese Landschaft. Dem ewigen Sein und Werden, wie er es nannte, fühlte er sich hier näher. Ostern bildet er nicht ab. Er verwendet eine Symbolsprache. Der Auferstandene über dem Grab. Im linken Arm die Siegesfahne. Seine rechte hält er grüßend, segnend, hoch und schaut uns an. Mit welchem Ziel? Gleichen wir den Grabwächtern, die noch schlafen? Oder sind uns die Augen schon ein wenig aufgegangen, wie bei den 2 anderen von ihnen? Die Kirche von Cianfea war ursprünglich dem San Rochus geweiht. Kurz vor der großen Reformbewegung in der abendländischen Kirche wurde diese Kirche erbaut. Im nächsten Jahr feiert sie ihren 500. Geburtstag. San Rochus wurde im Volk an vielen Orten als Heiliger verehrt, vor allem in Zeiten der grassierenden Pest, denn so will es die Legende, San Rochus heilte Menschen, die an dieser Seuche erkrankt waren. Dabei wurde er selbst angesteckt. Da rief er Gott an, betete zu ihm und er durfte eine Genesung erfahren. Die Legende bot den Gläubigen eine Vorlage. Ist man in Not, soll man es Rochus gleich tun und sich an Gott wenden, zu ihm beten. Losgelöst von der Legende können wir es auch so verstehen. Eine San Rochus-Kirche wie diese, die in der Landschaft steht, ist wie ein Mahnmal für Grenzerfahrungen in unserem Leben. Was ist mit uns, wenn wir mit unseren Möglichkeiten an Grenzen kommen? Wer bin ich noch, wenn ich an meine Grenzen komme? Um diese Frage kümmert sich das Osterevangelium und ich lese es nach Markus.
Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, die Maria des Jakobus und Salome duftende Öle, um zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Sehr früh am Sonntag gingen sie zum Grab, als die Sonne gerade aufging, und da sagten sie zueinander: Wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie aufschauten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Dabei war er sehr groß. Und als sie ins Grab hineingingen, sahen sie auf der rechten Seite eine jünglingshafte Gestalt sitzen, die ein strahlend helles Gewand trug. Da erzitterten sie vor Ehrfurcht, und die Gestalt sagte zu ihnen: Erschreckt nicht. Ihr sucht Jesus aus Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist von den Toten auferweckt worden. Er ist nicht hier. Seht den Ort, wo sie ihn hingelegt hatten. Nun aber geht hin, sagt seinen Jüngerinnen und Jüngern, auch dem Petrus: Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und die Frauen gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn sie waren außer sich vor Zittern und Entsetzen, und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Amen. Und die Frauen gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn sie waren außer sich vor Zittern und Entsetzen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Hier hört Markus mit seinem Erzählen auf und schweigt. Was er uns als letztes vorführte, vibriert noch im Schweigen: die Angst der Frauen, ihr Entsetzen. Wir kennen sie. Sie gehören zu den Frauen, die an Karfreitag wenigstens aus der Ferne ihrem sterbenden Freund nahe sein wollten. Und inzwischen ist der Schabbat, der Ruhetag, vorbei, und sie kommen und wollen den toten Jesus salben. Sie wissen, wie man mit Verstorbenen umgeht. Die Pflege der vertrauten Schästen ist für sie wohl eine Art erste Hilfe. Was sie tun können, wenn nichts mehr zu machen ist, hilft ihnen selbst fürs Erste den Abschied zu überleben. Und stürzen doch beim Grab in eine Sprachlosigkeit, benommen, verwirrt. Völlig verloren stehen sie da. Was sie erleben, ist nicht zum Aushalten. Sie flüchten vom Grab stumm. Markus will von dem reden, was die Frauen in ihrer Sprachlosigkeit nicht sagen können. Er benutzt mit der Wendung Zittern und Entsetzen
eine festgeprägte Wortverbindung, die dann gebraucht wird, wenn jedes Wort sozusagen zu kurze Arme hat, um begreifbar zu machen, was angesprochen ist. Vorgängig lässt er in der Erzählung die jünglingshafte Gestalt in strahlend hellem Gewand sagen, was die Christusgemeinde in ihrem Bekenntnis verkündet: Jesus aus Nazareth, der Gekreuzigte, ist auferweckt worden von den Toten. Eine Begegnung mit dem Lebendigen, mit dem Leben, also überwältigt die drei Frauen und macht sie schweigen. Still bahnt sich Ostern einen Weg in unsere Alltagswirklichkeit. Wie gut für uns gerade jetzt, wo wir Schwieriges und Schmerzliches mitbekommen oder selbst erleben, da und dort auch Abschiede, die nachhaltig verletzen. Markus hat das Schweigen der Frauen für uns gebrochen. Dank ihm konnten wir mit ihnen mitgehen, bis zur Konfrontation mit der Lehre und in der Lehre bis hin zur Konfrontation mit dem Leben. Mit welchem Ausgang? Davon erzählt uns Markus nichts mehr. Diese Offenheit hat man nicht ausgehalten. In späteren Handschriften wurde hinzugefügt, was man in anderen Schriftstücken fand, damit es rund und richtig sei mit Ostern. Und doch ist gerade der offene Schluss ein Geschenk von Markus. Bis wir selbst schlüssig werden und wissen, wohin unsere Schritte uns bringen. Nun aber geht, Jesus der Auferweckte geht euch nach Galiläa voraus. Längst vorausgegangen nach Galiläa sind uns die Jüngerinnen und Jünger. Und quer durch alle Jahrhunderte hindurch die vielen, die ihren Zeiten, ihre Wege im Glauben an die Kraft der Auferstehung gegangen sind. Wir selbst kommen nach Galiläa, wenn wir bei Markus nach vorne blättern, zurück an den Anfang, denn dort spielen die Geschichten, wie Jesus Kranke heilte und sie in die Gesellschaft zurückführte, wie Jesus das Wenige an Brot und Fisch verteilte und es war mehr als genug, wie Jesus nachts übers Wasser zu seinen Freunden im Boot draußen ging und Wind und Angst legten sich. Ob uns aufgehen kann, die Begegnungsgeschichten in Galiläa greifen Lebenssituationen auf, wie sie die eher ärmlichen Fischerfamilien erlebten. Darin sind Herausforderungen verpackt, denen wir uns auch stellen müssen. Es geht ums Heilwerden in der Krankheit. Es geht ums Sattwerden im Hunger nach Brot und Gerechtigkeit. Und es geht ums Freiwerden in der Gebundenheit an uns selbst. Und es geht ums Gefundenwerden in unserer eigenen Verlorenheit. Die Geschichten aus dem Alltag, sie werden allesamt im Licht von Ostern erzählt und öffnen uns einen anderen Zugang zu dem, was wir erfahren, auch jetzt in dieser anspruchsvollen Zeit. Und Alltägliches kann durchsichtig werden für die Lebenskraft im Schmerz und in der Freude. Ob wir es schon wahrnehmen können, sonst geht uns dies unserer eigenen Erfahrung schon mal voraus. Wir sind mit dem Urgrundleben verbunden und sind auch verbunden mit denen, die wir jetzt nicht in unserer Nähe haben können.
In der Verbundenheit wendet sich unsere Angst in Vertrauen und Alleinsein in Stärke. Wir können weitersehen, als es die Ohnmacht uns erlauben könnte. Denn jeder Augenblick ist voll von Gottes Gegenwart, sogar da, wo Tod und Leere uns begegnen. Amen. Gerade im Hören auf das Evangelium und im Beten und im Brotbrechen sind wir mit dem Auferstandenen verbunden. Und darum möchte ich Sie ganz gerne einladen zum Brotbrechen. Sie fragen sich, geht das denn? Eine Freundin unserer Familie schenkt uns jedes Jahr zu Ostern eine neue Kerze. Die Freundin wohnt in Deutschland. Wenn die Kerze bei uns in der Wohnung brennt, dann sind wir mit ihr und mit ihrer Freundin verbunden. Es gibt eine Verbundenheit, die übersteigt Raum und Zeit. Mögen Sie jetzt ein Stück Brot holen gehen, währenddem die Orgel gleich nochmals spielt? Thank you.
Wir feiern mitten in unserer Welt von Krankheit, Hunger und Krieg, was verheißen ist: Fülle und Frieden. Im Metznos Mond, in Uacha Guedo, Tribulatium et Tirania, feste Giansnus Quecides Impromis, adjude Libertät. Mitten in Zweifel und Verzweiflung feiern wir, was verheißen ist: Glaube und Hoffnung. Im Metznos Mond, in ua Giacquedo Anguascia et Radimaint, feste Giansnus Quecides Impromis, dalet e Fideltät. Mitten in Hass und Tod feiern wir, was verheißen ist: Liebe und Leben. Im Metznos Mond, in ua Giacquedo Gio e Caducitet, feste Giansnus Quecides Impromis, salvamaint e nov cumanzamaint. Mitten in allem, was uns bewegt, feiern wir, was uns verheißen ist durch den lebendigen Christus. Und in weltweiter Verbundenheit beten wir: Pap nos, quel che tu est in ciel, sanctificio saia die nom, tia reginam venia, die wölet weintes und deres gu in ciel. Nos pem dimince di, do an usa oz, e pardunens nos debits, scucer nus partunains an os debiteturs. E nun ans mener in approva meint, dem per se spenderens dal mel, pecece tia es il reginam, la possenza, la gloria in etern. Amen. Der Tisch ist gedeckt, alles ist bereit. Das Abendmahl können wir nicht feiern, wie üblich, aber wir brechen miteinander das Brot. Die Evangeliumsgeschichte von Ostern aus Emmaus öffnet uns dafür die Türe, buchstäblich. Denn der noch nicht erkannte Jesus ging mit den beiden Jüngern ins Haus hinein, und als er mit ihnen zu Tische lag, da nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen ihre Augen aufgetan, jetzt erkannten sie ihn. Was für uns Brot ist, ist für andere Mais, Reis oder Fisch. Für uns alle ist es Nahrung, Hoffnung und Leben, das wir teilen. Wenn Sie mögen, dann können Sie es mir gleich tun und eine Hand über das Brot halten. Lebendiger, sende du deinen Heiligen Geist. Erneuere unser Leben, lass deine Liebe in uns groß und weit werden. Amen. Wir nehmen ein Stück vom Brot und essen es langsam. Es ist Brot des Lebens. Wem möchten Sie in diesem Moment jetzt besonders verbunden sein? Wir nehmen ein zweites Stück und essen es in der Verbundenheit mit der vergegenwärtigten Person als Brot des Lebens. Ich rufe.
Grazie vielmals per la Kommunion, die uns weins podia vivere insembel, e per la Pasqua, die avvigeins nus ad els ed ad elles. Wir wünschen Ihnen eine fröhliche Ostern. Wir, das ist unser kleines Team mit Roberta Cortesi, die Mesmerin, Esther Mottini, Orgel, Sabine Murbach, Kubli, Sopran und dann gleich nachher draußen die beiden Brüder Noah und Yannick Sendelhofer mit ihren Trompeten und ich als Urs Zanker Silvaplaner. Es grüßen Sie herzlich Vorstand und Verwaltung von Reformo Oberengadin und Kolleginnen und Kollegen von mir. Angesprochen, aufgenommen, ins Leben geschickt, Ostern entdecken. Liebe Grüße und gesegnete Ostern, Andreas Wassmer, St. Moritz. Aus Zellerina und Pontresina wünschen wir Ihnen zu Ostern trotz räumlicher Distanz Erfahrungen der Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Dominik Fröhlich-Walker und Rahel Walker-Fröhlich. Ein frohes und gesegnetes Osterfest trotz allem und in allem. Mit besten Wünschen aus Sameden. Bleiben Sie behütet und gesund, Michael Landwehr. La raspede da bevere la poncia muisch, saluda a vusa cianfer e cia vuse a tuetes auditures et a tuets auditurs, belles Pasquas, Karin und David Lascht. Herzliche Grüße zu Ostern von Zuetz und vom untersten Teil der Kirchgemeinde, Gorin Dietes. Dass uns das Osterlicht begleite auf unserem Weg. Gott, der Leben ist, das von weiter kommt, von weiter als Menschengedenken und uns weit bringt, weiter als unsere Beine uns je zu tragen vermögen. Er segne dich mit einem Licht, das dir von der Liebe, von der Freundschaft und Freundlichkeit in deinem Leben erzählen kann und du Grund findest, Vertrauen zu üben. Gott, der Leben ist, das von weiter kommt und uns weit bringt, er segne dich mit einem Licht am Tage, wo es hell ist, aber auch da, wo es Abend wird und Nacht, damit du weißt, Begleitung und Verbundenheit, das gibt's. Gott, der Leben ist und es kommt von weit und bringt uns weit, segne dich, wenn du mit Licht auf andere zugehst, damit du mit ihnen Frieden und darum Fülle des Lebens finden kannst. So segne dich unser eine Gott heute, auf Zukunft hin und in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Ostern erwachen und mit einem neuen Blick den Weg weitergehen. In einem italienischen Dorf im Piemont gibt es einen ganz besonderen Brauch. Die Bewohnerinnen und Bewohner stehen früh morgens auf und gehen so schnell, wie sie es vermögen, zum Dorfbrunnen und waschen sich dort das Gesicht. Ja. So schön. Einen guten Weg wünsche ich uns allen.